Mein Name ist Fernando, ich bin ein begeisterter Feldbike-Fahrer. Also ich habe vor Jahren einen Feldbike gekauft und bin auch ziemlich viel Runden mit rumgefahren. Der einzige Nachteil, was mir gestört hat, die Federung. Ich fahre auch gerne wild, ein bisschen auch durch die Wälder, durch dick und dünn. Und deswegen habe ich gedacht, ja, ich schau mal nach was Neues. Dann habe ich irgendwann mal Firma Sidewasher gesehen. Oh, es gibt eine Fully. Feldbike. Und auch noch Atrax, es gab schon zwei, es gibt die Trax, das ist die mit dem Tiefensteg, die ich habe jetzt. Und dann gab es die andere, Nitro. Und ja, ich musste mir dann, habe mir das lange angeschaut und ja, soll ich jetzt Tiefensteg nehmen, soll ich ähnliche nehmen wie vorher. Habe ich mich doch für den Tiefensteg entschieden und dann habe ich viele Videos geguckt, Tutorials und was weiß ich von Sidewasher und dann habe ich das Klick gemacht, jetzt hole ich mir das Ding. Gut. Ja, ich stand kurz vor meinem Urlaub nach Hause, nach Portugal. Da war auch das Problem wegen Transport und Lieferzeiten waren auch ziemlich knapp. Und das hätte wahrscheinlich nicht geklappt. Ich musste dann hier noch länger bleiben, bis das Fahrrad kam. Ich könnte jetzt nicht nach Portugal liefern. Ja, sie würde mit ihrem Chef reden, bla bla bla. Das ging auch ziemlich flott, die Antwort. Die kam dann, ja, natürlich, wir liefern das nach Portugal auch kostenfrei. Ey, klasse. Okay. Überwiesen. Geschäft gemacht, in Urlaub gegangen. Nach einer Woche ist das Fahrrad von DHL dann geliefert worden. Sofort aufgebaut, getestet im Hof, war begeistert. Diese Drehmomentsensor, das hat mich so begeistert. Das war so klasse, dass man so feinfühlig anfahren kann. Und je nach Druck, wie das schön sanft reagiert oder auch flott, je nachdem, wie man es braucht. Bin ich ein bisschen rumgefahren, habe ich mich. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich bin dann meine Felder abgefahren, meine Wälder. Ich habe ja so einiges auch ziemlich in der Wildnis drin, mit Schlaglöchern und Stein und Geröll und Sand und Zeug, alles Mögliche. Und ich kam auf wirklich steil und hoch, das war klasse. Ohne die Angst zu haben, dass ich umfallen kann oder so. Einfach nur fein dosiert, Gas gegeben und das Ding kommt wie Butter. Also ehrlich, ich kam nicht zum Schwitzen mit dem Ding. Ja, und dann habe ich meinen ganzen Urlaub dann in Portugal mit dem Teil, bin ich doch so einiges gefahren, innerhalb von 4 Wochen so um die 700 Kilometer. Ich war jeden Tag drauf, bin jeden Tag mitgefahren und der Spaß hat bis heute nicht aufgehört. Meine Tochter kam dann auch in Urlaub dazu und dann sind wir an der portugiesischen Küste von Praia de Mira, das ist so ein schöner Sandstrand bei uns an der Küste, sind wir bis nach Aveiro hochgefahren. Ich hatte mein Alter natürlich auch dabei. Mein altes Fahrrad. Und dann hat meine Tochter auf meine schönen orangenen Sidewasher sich draufgesetzt und ich bin auf meine schwarze gefahren. Und dann sind wir da hochgefahren, das war traumhaft. Auch ein bisschen ans Meer, am Sand entlang. Also, das Ding ist einfach kein Thema mehr. Meine Tochter, die war auch so begeistert von dem Ding, dass sie sich inzwischen auch eine geholt hat. In Orange, richtig schön. Anziehend, also du musst einfach drauf gucken, weil das Teil so reflektiert, dass du deine Augen nicht da dran verbeißt, sage ich, wie es war. Ja, und ich muss sagen, also die hat auch richtig viel Spaß damit. Ja. Und dann guckst du dir die Leute an, manchmal sogar die Autofahrer, und die gucken dann mit Glubschaugen und so, weil die sowas, gerade das Orangene, das ist so stechend, das ist so ein Kontrast, das ist irre. Ja, und oder du machst du eine Pause, setzt dich hin, stellst das Fahrrad schön hin und so. Dann kommen die Leute, bleiben manchmal auch schon stehen und dann gucken sich das Fahrrad an und dann fragen sie einen, boah, ist das ein großes Teil, ist das schwer? Ja, das ist schon schwer. Ja, kann das jeder fahren? Ja, natürlich kann das jeder fahren. Und so, alles so fragen. Aber das ist so stechend ins Auge, das sehe ich bei anderen Fahrrädern nicht so. Ja, inzwischen sind wir auch schon 4 Fahrradfahrer. Ja, mein Bruder habe ich angesteckt. Der fährt Mountainbike. Und mein Nachbar oben drüber, der fährt auch Mountainbike. Die haben sich beide Mountainbikes zugelegt. Und wir fahren schon mal zusammen in der Clique. Das ist wunderbar, das macht richtig viel Spaß. Ja. Ich fahre sehr viel Fahrrad, ja. Mein Fahrrad ist für alles da. Ja. Mein Auto benutze ich viel seltener wie früher. Also einkaufen nur noch mit dem Fahrrad. Ich bringe den Anhänger nach Hause, ich koppel den ab, fahre den Anhänger in die Wohnung, ich wohne im Parterre und fahre den rein, kann ich gleich von Anhängen mein Zeug in mein Regal, in meinen Kühlschrank und
alles einräumen. Ab und zu nehme ich auch Hundis mit spazieren und so. Ja, in einem kleinen Anhängerle und das wäre ja, einfach, das ist schön. Macht viel Spaß. Und bis dato habe ich heute geguckt, 2840 Kilometer habe ich jetzt drauf. Man hört es ja ziemlich oft, dass E-Bikes eigentlich nur für Leute sind, die keine Lust haben oder keinen Bock haben oder faul sind, keine Ahnung. Natürlich, auch faule Leute können E-Bike fahren. Selbstverständlich, wenn jemand keine Lust hat zu fahren, da ist die Siderusher genau das Richtige, weil du hast Kraft genug und du musst nur kurz den Fuß anlegen, ein bisschen drücken und das Ding rollt 25 km/h. Es ist von jedem abhängig, was er daraus macht. Also ich benutze mein E-Bike nicht nur aus dem Grund, dass ich Spaß habe, ich möchte meine Gesundheit was Gutes tun. Ich hatte lange Zeit mit dem Knie Probleme und bin von meinem Arzt empfohlen worden, ich soll mich ein bisschen für meine Knie etwas tun. Der Grund, dass ich das Fahrrad gekauft habe, ist für meine Gesundheit, meine Rücken, also dass ich komfortabel fahre und natürlich der Drehmomentsensor. Das ist das war also fast das Nonplusultra, dass man so schön feinfühlig dosieren kann und die Kraft ist immer da, wenn man die braucht. Der Drehmomentsensor ist halt, da ist innen drin in der Pedaliere, in den Antrieb. Ein Sensor, der misst die Kraft, die du auf den Pedal ausübst. Momentan, das heißt sofort. Sobald du den kleinsten Druck drauf ausübst und du hast die Finger nicht an die Bremse, der Motor schiebt sofort. Ja. Und je stärker du drückst, desto stärker schiebt der Motor auch. Und das ist das Geile an dem Drehmomentsensor. Ein gutes Licht ist schon wichtig. Und deswegen habe ich für meinen Siderusher mir einen schönen Scheinwerfer geholt mit Fernlicht. Weil der Originale, das war so echt, wirklich, da muss ich sagen, da hat man echt an der falschen Ecke gespart. Bei so einem Fahrrad, da hätte man ruhig einige Lux mehr reintun sollen. Also mein hat jetzt 120 Lux Normallicht und Fernlicht 170 Lux. Und das ist wirklich daher, also das ist wunderbar, die Feldweg, alles schön weiß, schön hell geleuchtet. Du siehst hier das Loch, also echt. Ja, also ist für mich persönlich sehr wichtig, Beleuchtung. Akku hat 1 Kilowatt, das sind 1000 Wattstunden. Der selbst nicht viel arbeiten möchte, der fährt seine 80, 90 Kilometer ohne sich einen abzuschwitzen. Wenn jemand aber dann sagt, okay, ich möchte ein bisschen was dazu tun, möchte mir doch nicht machen mit 120 oder 130 Kilometer und auf der Ebene und nimmt den Akku da, wo er wirklich braucht, dann fährt er 150 Kilometer. Wenn jemand da an einem Tag 150 Kilometer fährt, dann hat er was getan, dann hat er was vom Tag gehabt. Also ich bin nicht schon gefahren. Der Riesenvorteil an so einem Riesenakku, du weißt, dass du auf jeden Fall immer nach Hause kommst. Ich komme immer mit 30-40%, also wenn ich lange Strecken fahre, mit 30-40% Akku wieder nach Hause. Also das Ding ist für lange Fahrten eigentlich das Beste, was es gibt. Beladen mit Anhänger, mit Hund, Picknickausrüstung, sage ich mal so. Ja, also da bist du echt auf der sichersten Seite mit dem Fahrrad. Ich würde es jedem empfehlen, weil es kann sowohl, also 24 Zoll kann auch ein Kind fahren mit 12, 13 Jahren. Altersbegrenzung ist absolut keine. Und vor allem gerade für Leute in meinem Alter, die natürlich sich ein bisschen angenehm, komfortabel, mit dem Durchstieg, sich vernünftig hinsetzen können. Da kannst du auch längere Strecken fahren, ohne dass du gleich kaputt und müde bist. Das Fahrrad ist ideal für jeden. Jeder kann darauf reagieren, wie sein körperlicher Zustand ist. Ist er fit? Ist er nicht fit? Das Fahrrad macht alles mit. Ja. Nur das Gewicht ist jedermanns Sache. Das muss jeder dann für sich selbst entscheiden. Das ist nicht leicht. Aber es ist ein robustes, massives Begleiter, der dich nicht im Stich lässt. Ja, ja, also technisch ist es gut. Zuverlässig ist sie, sehr stabil. Man kann wirklich durch dick und dünn fahren, ohne dass man Angst hat. Man rutscht bei jedem Steinchen, wo man drüber fährt, gleich und fliegt ihn. Nein, das ist bei der nicht. Also die hat sofort wieder Griff. Also man kann auch wirklich auch ein bisschen übertreiben. Sie ist zwar schwer, aber die Schwere macht es wahrscheinlich auch so. Man gewinnt den Vertrauen durch auch das Gewicht. Gibt einem das Vertrauen, dass man sicher ist. Ich bin Motorradfahrer, ich fahre eine große Maschine. Und ich weiß, wenn das Ding rollt, dann sitzt du da drauf und ist robust und stabil. Und so fühle ich mich auf dem Fahrrad genauso. Ja, also ich, ja doch, das ist echt ganz toll, ja.
Meine Zukunftspläne wären noch, wenn ich dann in Urlaub fahre nach Portugal. Ich möchte an unsere Gebirge fahren, an den Turm. Das ist das höchste Gebirgskette Portugals, Serra da Estrela heißt es. Ich möchte oben auf die Spitze. Von mir zu Hause aus werden es ungefähr um die 50 Kilometer sein. Das sind 2000 Meter hoch. Also wir sind ungefähr auf 350 Meeresebene, Meereshöhe, sag ich mal. Und bis 2000 müsste ich dann fahren. Ich denke, ich kriege das hin, mit einer Akkuladung mal da hoch zu kommen und vielleicht noch ein bisschen was zu haben und den Rest nach Hause zu reichen.